Yeah. Was geht ab, meine lieben Freunde? Ion hier und herzlich willkommen zum 7. WWE 2K Showcase Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute gibt es einen richtig geilen, unnormalen Kampf, das werdet ihr gar nicht glauben, nämlich ein Triple Hell in a Cell. Alberto Del Rio gegen John Cena, gegen CM Punk, Alter, schön im Käfig, das wird heute mega geil werden. Und ja, ich habe euch ja versprochen, dass das neue Horrorspiel bzw. Actionspiel Until Dawn auf dem Kanal kommen wird. Das werde ich mir jetzt heute Abend noch zulegen von Mediamarkt, kostet glaube ich 60 Euro, werde ich mir dann da holen. Und dann werde ich das auch direkt morgen anfangen zu Let's Playen. Und ihr könnt euch ja schon mal, wenn ihr wollt, gerne mal einen Trailer zu dem Spiel anschauen. Also es wird echt mega geil. Es ist so ein Action-Horror-Spiel, so eine Art wie Heavy Rain oder ja, sowas, wo man Entscheidungen treffen muss. Und dann kann man zusammen mit euch hier, da gibt es glaube ich 30 verschiedene Enden bei dem Spiel. Und da kann man das vielleicht mal öfters durchzocken, wenn es gut ankommt. Aber das werde ich auf jeden Fall auch noch starten, weil so Spiele wie Rocket League oder wie Five Nights at Freddy's, die sind ja jetzt quasi schon vom Kanal weg. Außer Rocket League kann er ab und zu mal kommen, das ist ja kein Kampagnenspiel, das kann ich mal mit Freunden bringen. Aber momentan haben wir jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Spiele auf dem Kanal. Und wenn es dann 5 oder 6 sind, ist auch okay, da kann man jeden Tag ein anderes bringen. Also das wird, denke ich, kein Thema sein. Das Spiel wird unnormal geil, haben wir auch gleichzeitig 2 Horrorspiele auf dem Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt hier mit dem Hell in a Cell. CM Punk gewinnt den Titel beim SummerSlam, aber Kevin Nash greift ihn an und lässt ihn mitten im Ring liegen zurück. Der ewige Opportunist Alberto Del Rio löst seinen Money in the Bank Vertrag ein und wird zum neuen WWE Champion. Bei der Night of Champions schnappt sich John Cena die WWE Championship von Alberto Del Rio. CM Punk möchte einen Rückkampf um den Titel bekommen. Alberto Del Rio glaubt ebenfalls, dass er einen Rückkampf gegen den Mann, der ihm den Titel abgenommen hat, verdient hat. John Cena, Triple H entscheidet, das erste Triple Threat Hell in a Cell Match zwischen John Cena, CM Punk und Alberto Del Rio anzusetzen. Los geht's! Und da kommt auch schon direkt Alberto Del Rio. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie den persönlichen Ringsprecher von Alberto Del Rio, Ricardo Rodriguez. Kommt dann einfach mit seiner Karre angefahren, der Pisser, ey. Auf Spanisch, ich stelle den Mann vor, der erneut den Titel gewinnen wird. Den Stolz Mexikos El Patron, es ist Alberto Del Rio. Und da kommt auch schon direkt CM Punk, der zweite Mann, der heute im Ring steht. Der ist immer so gechillt drauf, Junge. Macht dir kurz den Boden ein bisschen sauber und dann geht er in den Ring. Ist bereit für den Kampf hier im Käfig. Ab geht's! Und die haben auch schon direkt John Cena, der den aktuellen Titel bei sich hat. John Cena hat die WWE Championship gerade erst vor 2 Wochen gewonnen. Er besiegte Alberto Del Rio in einem One-on-One-Kampf. Ich finde also, dass John Cena sich heute auch nur gegen Del Rio verteidigen sollte. Junge, junge Freunde, das wird richtig abgehen. Heute leider nicht in 60 FPS, dafür wieder beim nächsten Mal. Heute habe ich es leider zeitlich nicht geschafft, weil die Videos dadurch doppelt so groß sind und damit doppelt so lange verarbeiten und hochladen müssen. Alles klar, Freunde, los geht's hier mit dem Hell in a Cell. Dieses Match ist eine weitere umstrittene Entscheidung unseres CEO, der offen zeigt, wen er bevorzugt, indem er CM Punk zu diesem Kampf zulässt und ihm eine Titelchance gibt. Also ich will, also wie ich das sehe, es hat es jedem einzelnen Kämpfer ermöglicht, hierher zu kommen und ihnen eine Chance auf den Sieg in der WWE Championship zu geben. Junge, Junge, da ist der Titel, Freunde. Es geht um diesen Titel in einem Hell in a Cell Kampf. Alle sind hier bereit. Junge, Junge, Junge. Alter, das wird ein geiler Kampf, Freunde. Auf geht's. So. Los geht's, Freunde. Oh nee, Alter. Wir sind hier Dings, Mann. Scheiße, wir sind Alberto Del Rio. Boah, Junge, was ist das denn, Alter? Einfach ein Käfig hier. Richtig geil. Bam, Junge, gegen CM Punk. Müssten CM Punk moderaten Schaden hinzufügen. Alter, was geht denn hier ab, ey? Triple Threat ist immer was ganz anderes hier. Komm, zack, werden wir ab. Scheiße, Alter, was kommen die alle auf mich drauf hier? Ich entkomme einfach. Ja, die Frage ist, was ich gerne wissen würde, ob man hier Sachen benutzen darf. Ja, darf man. Okay, scheiße. Guck mal hier. Bam, CM Punk kriegt erstmal moderaten Schaden von mir. Und John Cena? Alter, das ist so schwierig auf Legendär. Egal, wir packen das, Freunde. Wir werden das packen hier. Ja? Ey, das Spiel ist WWE. Ist momentan immer noch das beliebteste Spiel auf dem Kanal. Ist einfach so unfassbar, wie viele Klicks das immer hat. Also ich möchte euch da richtig für danken. Also das zeigt ihr, dass ihr 100% WWE 2K16 von mir sehen wollt. El Riles, großes Comeback. Und darauf freue ich mich einfach so übertrieben, Alter. Das wird so heftig werden. Wir müssen Punk-moderaten Schaden zuführen, nicht John Cena. Obwohl eigentlich Del Rio sauer sein müsste auf John Cena, weil er ihm den Titel weggenommen hat. Alter, der Punk ist hier nur am Kontern, Mann, der Rille-Peter. Ich entkomme einfach wieder. Oh mein Gott, guck mal, John Cena packt sich direkt bei dem Baseballschläger. Ach du Scheiße, hier unten aber. Ey, haut der mich einfach um, ey. Was soll die Scheiße denn? Verpiss dich. Bam, Junge. Bam, jetzt hauen wir die hier draußen um. Guck mal, John Cena. Du siehst, wie der vorbeigesprungen ist, wie so eine Fischhaube, ey. Guck mal, jetzt kommt jetzt hier ein Punk von hinten. Ah, komm. Ah, John Cena, lass ihn doch mal in Ruhe hier. Lass ihn doch mal für mich. Bam, Junge. Ey, guck mal, ich treffe ihn doch, aber es passiert nichts. Ey, das fuckt mich manchmal ab bei dem Spiel.
Ich hoffe, das werden die bei 16 verbessern. Hier, moderaten Schaden kriegt ihr. Oh, wir haben jetzt schon gleich unseren Signature mit Alberto Del Rio. Warum nimmt er nicht den Baseballschläger, der Vorsicht vor dir liegt, du Volltrottel? Du Dorftrottel, Hamzik. Was macht der denn da? Bam, Junge. Oh, wir haben Signature, Freunde. Wir haben Signature. So. Guck mal kurz, wie der funktioniert. Signature. Special Moves. Signature. Ecke vorn. Okay. Im Lauf Irish Rebound. Okay. Im Lauf. Okay, alles klar. Entweder im Lauf oder in der Ecke. Lass doch mal CM Punk reinkommen. Und schmeißen ihn hier zack an die Ecke. Oh, ich hoffe, John Cena kommt jetzt nicht. Zack, Signature. Jetzt gibt's den Signature, Freunde. Guckt ihn euch an. Da ist er. Bam, Junge. Und direkt Finisher. Oh, fuck, der hat Comeback. CM Punk. Egal, nützt ihm nicht viel. Junge, viel hat er denn? Zack. Guck mal, jetzt schnappe ich ihn mir von der Ecke. Bam. Einfach John Cena, Junge. Es ist viel mehr Action drin, wenn hier mehrere im Ring sind. Zack. Und jetzt kommt John Cena auch noch auf mich. Ey, fuck. Oh, yo. Geht mal weg hier. Kommen die beide auf mich drauf. Was wollen die hier? Ach du Scheiße. Oh fuck. Abwehren, abwehren. Nein. Scheiße, diese Kampfreihenfolge ist das. B, 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 B. Ich drück doch B. Scheiße, der hat Signature. Okay, CM Punk hat Signature. Gar nicht gut. Das soll man direkt bei John Cena anwenden. Scheiße. Wir müssen natürlich die Aufgaben hier auch erfüllen, die man hier hat. Müssen wir. Warte mal, ich mal gucken, wie das Finisher geht, Freunde. Wie geht der Finisher von ihm? Stehen vor Gegner, okay. Am Boden, Oberkörper. Alles klar. Entweder am Stehen oder vom Boden. Ich kenne wirklich nicht alle Attacken von denen hier. Warum steht er nicht auf? Was ist los mit Alberto Del Rio? Ist da eingefroren oder was? Scheiße, Mann. Oh mein Gott, CM Punk hat auch noch Finisher. Junge, was... Oh, der macht geladenen Finisher bei John Cena. Ach du Scheiße, Alter. Ich muss kacken, Mann. So, Freunde, da bin ich wieder, Alter. Scheiße, ich musste voll auf die Toilette, Mann. Oh, es hat so gut getan. Scheiße, ey, der John Cena hat gerade einfach den Finisher abgewehrt von... Oh mein Gott, jetzt macht John Cena seinen Finisher. Was geht hier ab, verdammte Scheiße, Mann. Jetzt gibt's dir den FU von John Cena. Ja, ja, klar, direkt pinvoll. Verpiss dich mal, ey, ist das dein Ernst? Okay, jetzt kriegt ihr erstmal CM Punk einen schönen Finisher von mir noch dazu. Zack. Ey, was, ey, macht der noch einen Finisher? Was geht denn hier ab? Führe einen Enzugiri-Signature-Move bei... Was ist denn nochmal Enzugiri, Alter? Müssen wir mal gucken, Enzugiri? Warte mal, steht da unten immer. Wenn Del Rio bereit für einen Signature-Move ist, nähere dich Punk, während er in einer Ecke ist und drücke... Oh, das haben wir doch schon gerade gemacht, Mann. Verpiss dich. Ey, was will denn jetzt hier... Ey, verpiss dich doch mal, John Cena. Hallo, chill doch mal deine Eier, Mann. Mann, das kann sich... Ey, Junge, was will der? Will der mich verarschen? Bam. Wir können aber leider nur unseren Finisher machen. Der wird jetzt erstmal hier... Warte mal, wir gucken. Siege durch Pinfall. Okay, ist scheißegal, ob wir gewinnen oder nicht. Also ich meine, es ist scheißegal, ob wir John Cena pinfallen oder CM Punk. Bam, Junge. Ey, die wollen mich doch hier komplett verarschen. CM Punk ist mega am Arsch. Ey, man müsste... Ich will am liebsten raus aus dem Käfig, aber dazu muss man diesen Oh-mein-Gott-Move machen. Und davon habe ich keine Ahnung, wie das richtig funktioniert. Ey, wie kann man denn wechseln von Signature auf Finisher, Mann? Das geht irgendwie gerade nicht. Bam. Warte mal. Ey. Was will der denn von mir? Zack, schmeiß mal da. Jetzt kriegt er erstmal einen Finisher hier, der CM Punk. Hallöchen, Finisher. Guck mal, boah. Was war das für ein Finisher? Schaffen wir es zu gewinnen? Nein, da war schon John Cena am Start. So, dann müssen wir auf jeden Fall einen Signature ausführen. Oh, fuck. Jetzt müssen wir einen Signature... Ey, scheiße, er kontert. Ja, klar, Alter. Oh mein Gott, was geht denn hier ab, Alter? Ich wurde gepinfolt. CM Punk macht ja gar nichts. Der guckt einfach zu. Junge, Junge, ich habe gedacht, wir verlieren gerade. Ohne Spaß. Alter. Warum tritt denn meiner den Schiri, ey? Komm, wir chillen so lange ein bisschen hier. Wir müssen nämlich einen Signature-Move machen. Junge, Junge, richtig geil bisher der Kampf. Fuck, das macht schon viel mehr Spaß mit so... Boah, CM Punk, Alter, was ist los mit dem, du Röllepeter? Ey, kommt mal beide her, ich bumse euch. Zack, schmeißt man den um. Perfekt, 82%, bei 100% gibt es hier den Signature. Ey, jetzt kommt ja wieder John Cena auf mich drauf. Na klar, er will einen Pin fallen. Na klar, wo lebst du denn, Alter, hier? Sind wir hier im Wunschkonzern oder was? Zack, kriegst du den hier, bam, schmeißen wir ihm 90%, Freunde, 90. Komm, 10%, Mann, 10%. Wir können natürlich einfach so gewinnen. Oh, yo. Aber man will ja auch die Aufgaben hier erfüllen. Wie zum Beispiel, was da oben links jetzt gerade steht. Das will ich natürlich erfüllen. Komm schon, komm schon, komm schon. Scheiße, lad mal Energie auf. Was, wie lange braucht? Ja, 104%. Jetzt. Schnapp ihn dir. Ja, perfekt, perfekt. John Cena ist auch noch am Boden. Jetzt kann ich schön meinen Signature-Move ausführen. Da ist er, der Enzugiri Mahiri. Perfekt, Alter, perfekt. So, jetzt gibt's... Alter! Nicht aufgeben! Cena! Alter, guck mal, was ist das denn? Was geht denn hier ab, Alter? Guck mal, was geht da ab, Alter? Scheiße, Mann, was ist hier los, ey? Stahlrohr in der Hand. Junge, Alter, der kriegt einen FU. Puh, der schmeißt den mit dem FU da raus. Wie geil, ey. Alter, Mann, mit dem AA.
Oh mein Gott. Ach du Scheiße, Mann. Jetzt geht's draußen weiter, oder was? Oder wie läuft's jetzt ab? Er macht die Türe zu. John Cena kommt nicht mehr rein. Ey, wie geil ist... Ey, krank, Mann. Das war ja damals wirklich so gewesen. Heftige Scheiße hier, was hier abgeht, Mann. Krank, krank. Junge. Fuck, Alter, fuck. Boah, Junge, Mann. Wie soll denn John Cena da reinkommen? Egal, John Cena, der beißt das Gitter einfach gleich kaputt. Guck mal. Guck mal, wie der sich anstrengt. Alter. Bisher echt der beste Kampf. Die Tür ist verschlossen. Oha. Er macht einen auf Türsteher. Richtig schlau gemacht. John Cena ist einfach draußen. Oha. Besiege Punk durch Pinfall und John Cena ist einfach draußen. Ey, damals war das locker auch so in echt gewesen. Heftig. Guck mal, John Cena ist einfach vor der Tür. Wie krank das einfach ist. Wir haben Finisher. Wir gehen mal direkt hier in den Ring rein. Oh mein Gott, CM Punk hat gar keine Power mehr. Den können wir jetzt so locker platt machen. Zack. Ey, das ist sogar auf legendär. Ich muss hier echt aufpassen, Freunde. Nicht, dass wir irgendwie doch noch verlieren. Alter, scheiße. Ich muss auf jeden Fall den Finisher machen. Oh shit. Hier, verpiss dich, Alter, CM Punk. Komm, geladener Finisher. Oh, Finisher. Jetzt gibt's den... Er kontert meinen Finisher dann selber ein. Ach du Scheiße, Mann. Nein, ich habe gekontert, oder? Ja, Mann, ich habe seinen Go-To-Sleep gekontert. Bam, und hau ihn um. Junge, das wäre das Aus für mich gewesen, Alter. Boah. Was eine kranke Scheiße. Wir hatten richtig Glück gehabt, Freunde. Bam, treten wir erstmal um. Scheiße. Eieiei. Ey, Junge, das wird doch mal richtig spannend hier. Ich habe gedacht, der wäre total am Arsch. Fuck, fuck, fuck. Nein. Entkommen, entkommen. Nein, ich konnte nicht entkommen. Ey. Nein, Mann, ey, 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 chill, 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 was? Aufgegeben? Du kleine Pussy, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, Freunde, dann sehen wir uns gleich wieder, Mann. Fuck. Boah, was war das denn? Habt ihr diesen Kopfstoß gesehen, Alter? So, Freunde, John Cena wurde gerade wieder ausgesperrt. Junge, Junge, hat das lange gedauert, Alter. Wir haben jetzt noch einen Finisher parat, ey. Junge, wir warten jetzt erstmal schön, bis der CM Punk hier reinkommt. Der hat auch nicht mehr so viel Energie. Wir dürfen nicht wieder jetzt hier mit Aufgabe verlieren oder so. Dieser Kopfstoß war gerade richtig krank. Guck mal, ich kriege direkt einen Finisher von mir. Komm, da kommt der Finisher, Freunde. Wap, boom. Und jetzt zwingen wir ihn zum Aufgeben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Ah, der Finisher ist scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon, komm. Oh, fuck, Alter. Wie schnell soll ich denn drücken, Alter? Ah, scheiße, ich habe so schnell gedrückt, Mann. Komm, wir müssen aber diesmal gewinnen. Nicht wieder hier verlieren durch Aufgabe oder so. Zack, kriegt er aufs Maul. Bam. Oh ne. Oh, als ob. Junge, ich habe ihn gekontert. Und zwinge ihn jetzt selber zum Pinfallen. 2, 3. So schnell geht's, Freunde. Wir haben gewonnen. Junge, 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 Junge. Ich habe gedacht, wir verlieren jetzt noch den Kampf, weil er da die Scheiße gemacht hat, weil er uns gepinnt hat. Aber wir haben den Kampf gewonnen, Jungs. Sauber, Mann. Da sehen wir auch schon direkt Albert Del Rio. Feiert hier mit dem Titel. Was für ein hohen Cole. Ich kann nicht glauben, was ich gerade gesehen habe. Oho, ich würde sagen, das war brillant. Sowas habe ich noch nie gesehen. Oh, klar würdest du das sagen. Ja, meine lieben Freunde, da würde ich sagen, was an dieser Stelle hier von der 7. Folge der Serie WWE 2K Showcase. Hab mir heute unnormal viel Spaß gemacht, vor allem, weil es mal so ein Special war, mitten im Käfig. Beim nächsten Mal wird bestimmt auch wieder spannend. Ich kann schon recht sehen, was da sein wird, aber ich verrate es euch noch nicht. Lasst uns überraschen und sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Über 7000 Likes, mich natürlich wieder sehr freuen. Morgen geht's dann los mit dem neuen Horror-Adventure-Action-Spiel. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Until Dawn. Alles klar, das war's dann jetzt auch. Euer Öni ist raus, ihr seid die Besten. Beim nächsten Mal geht's auch weiter in 60 FPS. Haut da rein und ciao!